Freunde, heute machen wir eine richtig entspannte Zucchini-Hackfleischpfanne, denn ganz ehrlich, im Sommer weiß man ja gar nicht, wohin mit den ganzen frischen Zucchini aus dem Garten, Supermarkt und Co. Dieses Rezept ist wirklich simpel und wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Pulver auf sich hat, dann bleibt unbedingt dran. Und damit erstmal hallo zusammen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Hier findest du leckere Rezepte, genau wie diese leckere Zucchini-Hackfleischpfanne. Und fangen wir direkt an mit dem Hauptdarsteller, das ist die Zucchini. Ich habe hier eine große grüne Zucchini verwendet. Du kannst auch gerne eine gelbe nehmen oder je nachdem, was du da hast, was du bekommst, was der Garten hergibt. Die Zucchini wird jetzt erstmal in mundgerechte Stücke geschnitten. Ich halbiere sie dazu, viertel sie dann und dann schneide ich sie einfach so ein bisschen in so eckige und schräge Stücke. Du kannst sie alternativ aber auch gerne in Scheiben schneiden, auch das ist kein Problem. Ich finde aber in der Zucchini-Pfanne machen sich so ein bisschen grobe Stücke einfach irgendwie besser. Jetzt setze ich eine Pfanne auf dem Herd auf und in der Pfanne wird etwas Olivenöl erhitzt. Denn das, was jetzt kommt, das ist unser Hackfleisch. Das ist ja der andere Vertreter dieser Pfanne, beziehungsweise die andere Zutat dieser Pfanne. Also gebe ich 500 Gramm Rindergehacktes mit in die Pfanne und brate das Ganze einmal krümelig an. Dazu gerne so ein bisschen verteilen, damit es richtig schön bräunen kann und immer mal umrühren. Und wenn dein Hackfleisch dann richtig schön kräftig angebraten ist und so ein bisschen Röstaromen entwickelt hat, dann gebe ich außerdem eine geschnittene Zwiebel und zwei Knoblauchzehen mit dazu. Das habe ich vorher schon mal hier auf dem Brett vorgeschnitten. Das Ganze wird jetzt verrührt und so ein bisschen glasig mit angedünstet, damit das Aroma von Knoblauch und von Zwiebel und von Hackfleisch sich irgendwie richtig schön verbinden können und ja, alles richtig lecker werden kann. Wenn das geschehen ist, dann gebe ich Tomatenmark mit dazu. Ich denke mal so ungefähr 2 Esslöffel. Auch die werden einmal mit durchgerührt und so ein bisschen angedünstet, damit auch das Tomatenmark aktiviert wird. Das gibt unserem Essen später eine schöne Farbe und diesen tomatigen Geschmack. Und für genau diesen tomatigen Geschmack gebe ich jetzt noch eine Dose gehackte Tomaten mit dazu. Verrühre das Ganze einmal gut und dann geht es an die Gewürze. Meine Geheimzutat für diese Zucchini-Pfanne, das ist dieses Pulver hier. Ein Teelöffel geräuchertes Paprikapulver. Müsst ihr unbedingt ausprobieren, gibt diesem Gericht einen richtig schönen, leckeren, rauchigen Touch. Dazu kommen 2 Teelöffel getrockneter Oregano, außerdem eine gute Prise Salz und natürlich eine gute Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Das reicht an Gewürzen durchaus schon aus. Du kannst, wenn du magst, jetzt aber gerne noch ein paar frische Gartenkräuter mit dazugeben. Ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin oder auch ein bisschen frischen Oregano. Das passt sehr, sehr gut zu diesem Gericht. Und falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesem Video einen schnellen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal für noch mehr leckere Gerichte gleich abonnierst. Alles wird jetzt einmal miteinander verrührt und dann kümmern wir uns um die Zucchini, weil die ist ja jetzt bisher noch komplett roh. Also schnappst du dir eine zweite Pfanne und gibst da auch einen ordentlichen Schluck Olivenöl rein. Und jetzt wird deine Zucchini angebraten. Ich würde dir empfehlen, lass sie auf jeden Fall echt so ein bisschen Farbe nehmen, denn meiner Meinung nach intensiviert das den Geschmack und das Aroma. Also einfach kräftig, ich denke mal so 5 bis 6 Minuten anbraten, alles immer mal durchschwenken oder durchrühren, damit die Zucchini richtig so ein paar dunkle Stellen bekommt. Schmeckt wunderbar, kann ich dir sagen. Haben wir also Zucchini abgehakt und Hackfleisch abgehakt. Jetzt geben wir alles zusammen in den Topf und verrühren alles miteinander. Lass das Ganze jetzt nochmal so für in etwa 5 Minuten vor sich hinschmoren, dass das sich verbinden kann und so richtig lecker werden kann. Ja, und dann ist dein Gericht auch schon fertig zum Servieren. Ich mag es immer sehr, sehr gerne mit ein bisschen frischer Petersilie zusammen. Die kannst du jetzt einfach unterheben oder du gibst es so auf den Teller und gibst ein bisschen frische Petersilie darüber. Ich mag die Zucchini-Hackfleischpfanne am liebsten zusammen mit ein bisschen gekochtem Reis oder auch einfach ganz Natur ohne alles. Mit einer Scheibe Brot, dazu verlinke ich dir hier gleich gerne mal ein leckeres Brotrezept, aber auch mit Kartoffeln oder so ein bisschen getoppt mit ein bisschen Joghurt ist das wirklich ein richtig leckeres und tolles Gericht. Und wenn dir dieses Rezept gefallen hat, dann schreib doch gleich mal in die Kommentare nach unten, wie es dir geschmeckt hat und mit welchen Beilagen du es genossen hast. Ob jetzt mit Pasta, mit Reis, mit Quinoa oder mit ganz anderen Zutaten. Also ich freue mich auf dich im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin.